Es gibt drei größere Bereiche, die man anschauen sollte, wenn man sich überlegt, was will eigentlich Gott von mir? Und das trifft zu, würde ich sagen, auch auf größere Entscheidungen generell, aber vielleicht auch gerade auf diese Frage der Berufung. Und ich würde die zusammenfassen in meine Geschichte, meine Fähigkeiten und meine Sehnsüchte. Und ja, bei diesen drei Entscheidungskriterien würde ich sagen, die letzte eigentlich die wesentlichste ist. Also erstmal die Geschichte. Das heißt, wie hat Gott mich geführt, wie hat er mich geleitet? Nicht jemand überlegt, ja, vielleicht soll ich heiraten. Aber ich finde niemand und irgendwie es funktioniert nicht und so. Und dann vielleicht ist auch die Frage, okay, ja, aber wen kennst du denn? Also wo hältst du dich auf? Vielleicht ist der große Traumprinz gar nicht so weit weg. Du überschaust ihn nur, du übersiehst ihn nur, weil vielleicht du ein bisschen ignorierst, auch ein bisschen deine Vergangenheit. Wie hat Gott dich geführt in deine Begegnung in der Vergangenheit? Wenn jemand überlegt, in ein Kloster einzutreten oder ein Priester zu werden, nicht? Denke gerade an die Klosterschwestern. Es gibt eine Unmenge an Ordensgemeinschaften für Ordensfrauen, nicht? Es gibt so einen Witz in manchen katholischen Kreisen, dass noch nicht mal der liebe Gott weiß, wie viele Ordensgemeinschaften für Frauen es eigentlich gibt. Das heißt, wenn ich mir alle anschauen möchte, bevor ich eine Entscheidung treffe, dann werde ich 95 sein und meine dritte Wiedergeburt, wenn es sowas geben würde wie Wiedergeburt, bevor ich eine Entscheidung getroffen habe, nicht? Weil das wird nicht funktionieren. Ich kann nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen. Aber auch da die Frage, welche Gemeinschaften kennst du? Wo merkst du, okay, da geht etwas auf von mir, da fühle ich mich mehr zu Hause, da fühle ich einen Frieden, das zieht mich irgendwie an. Welche Begegnung habe ich da gehabt in der Vergangenheit nicht? Und vielleicht könnte das eines der Indikatoren sein, wo Gott dich hinrufen möchte. Also die Geschichte ist ein wichtiger Faktor, nicht? Wie hat Gott dich geführt? Wie hat Gott dich geleitet in deinem Leben? Und da vielleicht vor allem zwei Dinge anzuschauen. Erstmal, was waren so starke Momente in deinem Leben, also wo du wirklich Gottes Gegenwart ganz stark gespürt hast? Und warum war das so? Versuche ein bisschen dahinter zu schauen und lieben Gott auch zu fragen. Also, was war da? Was ist da geschehen? Was sagt es mir vielleicht aber auch über die Zukunft? Und dann zweitens aber auch die Momente, wo ich ein bisschen mit Gott gehadert habe, wo es für mich schwierig war, wo ich nicht wirklich offen war für seine Stimme in meinem Leben. Und warum war ich nicht ganz offen? Und öfters, wenn man diese Dinge anschaut, kann man da einen roten Faden ein bisschen finden, nicht? Wie Gott vielleicht etwas mir sagen möchte für die Zukunft. Also erstes Kriterium ist, meine Vergangenheit anzuschauen. Das zweite Kriterium ist, meine Fähigkeiten. Und ich persönlich glaube, dieses Thema ist ein bisschen überbewertet, weil Gott nicht einfach die Leute ruft, die super Fähigkeiten haben und alles voll gut können. Das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, nicht, sagt Paulus. Und gerade manchmal ist es, ja, Beispiel, weiß nicht, ein Pfarrer von Aas, nicht, der seine Lateinprüfung nicht irgendwie schaffen konnte. Und also man sollte es nicht überbewerten. Und trotzdem ist es eines der Kriterien, die man anschauen muss. Zum Beispiel, wenn jemand überlegt, ich möchte bei den Salesianern eintreten, aber hat zwei linke Hände mit Jugendlichen, er kann überhaupt nicht mit Jugendlichen. Jedes Mal, dass er einen jungen Menschen sieht, hat er also Panikattacken und so. Es könnte sein, dass er nicht eine Berufung hat, Salesianer zu sein, weil die Salesianer mit jungen Leuten arbeiten die ganze Zeit. Nochmal, es ist nicht ein absolutes Kriterium, weil Gott, wenn er dich da ruft, könnte dir auch durch irgendein Wunder vielleicht auch da irgendwie dir helfen, zu beginnen mit jungen Leuten irgendwie dass es besser funktioniert. Aber da müsste auch Zeichen dafür sein, dass es wirklich so ist. Das heißt, wenn Gott für mich ein Ziel hat, dann muss er mir auch die Mittel geben, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist jetzt nicht bewerten, das ist nicht so heiß, zu sagen, okay, jemand, der zwei linke Hände hat, mit Jugendarbeit ist ein Volltrottel. Vielleicht hat er Fähigkeiten in einem anderen Bereich, wo er dadurch etwas Wunderschönes für die Welt und für Gott machen kann. Und daher ist es einfach auch gut zu schauen, was für Talente, was für Fähigkeiten, was für Begabung habe ich denn überhaupt? Schon ein Aristoteles würde sagen, wo die Bedürfnisse der Welt und unsere Talente sich kreuzen, dort liegt unsere Berufung. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Überlegung. Warum auch das mit den Fähigkeiten, gerade auch diesem Grund, was Aristoteles gerade gesagt hat oder was ich da zitiert habe von ihm? Weil ich persönlich empfinde, dass sehr oft Menschen diese ganze Berufungsfrage nur in Bezug auf sich selbst stellen. Was bringt das mir? Wie kann ich mich am besten verwirklichen? Was,
wird mir helfen, irgendwie glücklich zu sein? Was wird mir den Frieden schenken? Was ja, hilft mir, mich besser zu entwickeln als Mensch? Aber es ist völlig individualistisch und voll egoistisch eigentlich, diese Einstellung. Es geht nie oder sehr wenig um die Frage, in so einer Einstellung, um wie kann ich die Welt helfen? Nicht? Was sind so für Bedürfnisse in der Welt, wo ich merke, also da braucht die Welt wirklich Hilfe. Nicht? Da kann ich mich einbringen, da kann ich meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Begabungen, die hat mir ja Gott gegeben, nicht einfach für mich selbst, sondern gerade für andere. Auch die Charismen, Paulus definiert sie sogar so, sie sind da, die Charismen sind da zum Aufbau der Gemeinde. Die verschiedenen Charismen, die Geistesgaben, die Gott einem schenkt, die sind da, gerade um sie weiterzugeben, nicht für mich selber. Also das heißt, ich glaube auch eine große Gefahr ist in dieser ganzen Berufungssuche, sie nur zwischen mir und Gott zu stellen, ohne überhaupt einen Blick zu haben, was für Bedürfnisse gibt es denn eigentlich in der Welt heute? Nicht, was verlangt die Welt von mir? Was verlangt dieser historische Kontext, in dem wir uns jetzt befinden, hier in Österreich oder in Deutschland oder im mitteleuropäischen Raum, was braucht es da für Menschen? Und welche Talente hat vielleicht Gott mir gegeben, gerade um diese Bedürfnisse, die es da gibt, auch ein bisschen entgegenzukommen, einen kleinen Beitrag zu leisten, um da zu helfen. Nicht? Der John Henry Newman, der Selige, der sagen würde, Gott hat jedem von uns eine Aufgabe gegeben in dieser Welt, dass er keinen anderen gegeben hat. Nicht? Er hat mir eine Serie von Talenten und Fähigkeiten und Begabungen gegeben, die in dieser Form, diese Kombination, hat kein anderer. Nicht? Und das sieht man in so vielen Bereichen. Mich fasziniert immer, so Details wie die Tatsache, dass keiner einen Fingerabdruck hat wie ich. Also wir sind so einzigartig. Sogar meine Fingerabdrücke sind völlig anders als andere. Und diese Kombination von Gaben und Begabungen und Talente und vielleicht aber auch Mangel an Gaben, Mangel an Talenten in gewissen Bereichen. Nicht? Weil gerade manchmal Gott durch unsere Schwächen arbeiten möchte. Zum Beispiel, wer kann besser helfen einem Menschen, der seinen Vater verloren hat in jungen Jahren und der vielleicht ein bisschen wirklich eine Schwierigkeit hat, als jemand, der einen Vater verloren hat in jungen Jahren. Wer kann besser einem Menschen helfen, der aus einer Sucht herauszukommen ist, besser gesagt. Das heißt, manchmal kann Gott gerade unsere Schwächen nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Und ich würde sogar so radikal sagen, dass manchmal ist es sogar unsere größte Schwäche, die unsere größte Stärke sein kann. Dass vielleicht gerade in unsere größte Schwäche ist gerade der Ort, wo Gott das nutzen möchte, um unseren Beitrag für die Welt dadurch irgendwie zum Vorschein zu bringen. Ja, und dann, also das heißt, die Talente wäre der zweite Aspekt. Also wir haben meine Geschichte, meine Fähigkeiten. Und dann der letzte Aspekt ist vielleicht der allerwichtigste und das ist die Frage der Sehnsucht. Ich nenne es mal Sehnsucht, es ist schwer, das zu definieren oder überhaupt zu erklären, was ich jetzt sagen will. Der Duden definiert die Sehnsucht als ein schmerzliches, inniges Verlangen nach etwas oder nach jemandem Entferntem oder Entbehrtem. Es ist etwas Schmerzliches irgendwie. Es ist sehr, sehr innig. Es ist ein Verlangen nach etwas oder nach jemandem Entferntem oder Entbehrtem. Warum schmerzlich? Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Schmerz. Es gibt aber auch eine Art von Schmerz, würde ich sagen, den wir sogar gerne haben. Und das versteht man wiederum, vor allem, glaube ich, wenn man über die Liebe spricht. Nicht die Römer und die Griechen haben das so versucht zu beschreiben durch diesen Gott Amor, nicht, der seine Pfeile da schießt und es trifft das Herz und es verursacht eine Wunde. Und diese Wunde lässt mich sehnen. Und so größer diese Wunde ist, desto größer wahrscheinlich derjenige, der den Pfeil geschossen hat. Und deswegen auch in der Berufungsfrage, wenn Gott von mir etwas will, wenn Gott mich ruft, dann schießt er sozusagen einen Pfeil in meinem Herzen. Und das lässt mich sehnen, das lässt mich unruhig, das lässt mich unruhig, bis ich sage, ich muss irgendwie eine Antwort finden auf diese Frage. Nicht wie der reiche junge Mann zum Beispiel im Evangelium, der zu Jesus gekommen ist, weil er eine große Unruhe im Herzen hat. Etwas hat ihn da nicht losgelassen. Und er zum Beispiel ist ein typisches Beispiel auch für eine Berufung. Nicht? Er hat noch nicht am Anfang verstanden, dass es eine Berufung darum ging, jetzt alles zu verlassen, Jesus näher nachzufolgen. Er hat es einfach als eine Sehnsucht nach mehr empfunden am Anfang. Nicht? Das heißt, er hat schon alle Gebote gehalten,
Aber irgendwie war das nicht genug. Er hat schon alles getan, hat schon, weiß nicht, er war aktiv in der Ortssynagoge, er hat sich in irgendwelche Outreach-Programme vielleicht beteiligt, er hat irgendwelche armen Kinder geholfen, hat alles mögliche gemacht, er hat ein Volontariatsjahr in Afrika gemacht vielleicht. Und trotzdem, das war irgendwie nicht genug. Er irgendwie merkte, na, der liebe Gott, der will etwas mehr von mir, nicht? Und öfters beginnt auch die Berufungsfrage so, nicht? Also ich habe eine Sehnsucht nach mehr. Ich versuche ein normales christliches Leben zu führen. Ich tue das alles und trotzdem habe ich den Eindruck, ich möchte den Herrn etwas mehr geben. Jetzt muss man hier vielleicht eine kleine Klammer machen, weil es ist ja nicht so, dass, okay, es gibt die Berufung, ein Priester zu sein oder ins Kloster zu gehen, und es gibt die Laien, die es nicht so wirklich gecheckt haben. Das heißt, nach dem Motto, Gott hat so eine Art Zwei-Klassen-System aufgebaut. Diejenigen, die jetzt wirklich verstanden haben, worum es geht im Evangelium, und die werden Priester und treten ins Kloster ein. Und diejenigen, die es nicht verstanden haben, und die bleiben zu Hause und, weiß nicht, werden Politiker und gehen in die Arbeit und bauen Häuser und so. Nein, das ist es überhaupt nicht, nicht? Sondern wir sollen dort hingehen, in einer dieser zwei Bereiche, wo Gott uns ruft. Und ich denke, in so viele Laien, die mir auf dem Weg der Heiligkeit also meilenweit voraus sind. Ich zum Beispiel, vor ein paar Tagen war ich im Gespräch mit einem jungen Paar, die haben gerade Kinder, so die ersten Kinder jetzt bekommen. Und sie ein bisschen sagen, wir haben überhaupt keine Zeit mehr für das Gebet und hin und her. Und so in einem Nebensatz sagen sie dann, als wäre das der Normalste der Welt. Ja, und deswegen haben wir uns entschieden, nicht, wir stehen jeden Tag um 3 Uhr in der Früh auf und zwischen 3 und 4 in der Früh beten wir gemeinsam. Und dann ging die Konversation weiter, haben wir ein Bier getrunken und die haben gar nicht gemerkt, ich war so schockiert. Ich habe gesagt, wow, sie drehen zwischen 3 und 4. Also manchmal nicht geben, ja, gerade uns die Priester, die Laien, ein Beispiel, die sind weit voran für uns. Aber was ich halt sagen will, ich merke, wenn ich berufen bin, mein Leben Gott zu geben, eine Sehnsucht, ihm gewisse Dinge zu geben, diesen Gott Dinge zu geben, dass derjenige, der nicht diese Berufung hat, eben nicht die Berufung hat, Gott diese Dinge zu geben und auch nicht soll. Und das ist einfach der Inhalt von das, was ich schenke. Das ist meine Keuschheit, das ist meine Armut, das ist meine Freiheit, also in der Freiheit, wo ich sage, Herr, du kannst mir machen, was du willst. Ich muss irgendwie mehr merken, ich habe diese Sehnsucht oder gewisse Dinge zu tun. Ich sehe den Priester da vorne, wie er predigt, oder ich sehe den Priester, wie die Messe feiert, und ich spüre in mir eine Sehnsucht, dass ich das vielleicht auch machen möchte. Ich würde gerne das auch irgendwie tun. Also vielleicht manchmal ist diese Sehnsucht sehr, sehr auf Sparflamme. Ich kann mich auch erinnern, es gab so einen Moment, wo in meiner eigenen persönlichen Berufungssuche habe ich ein Mädel kennengelernt, und ich komme von einer Ranch und sie halt auch. Und sie konnte super Bareback Riding, also Pferde reiten ohne Sattel. Und das war für mich ziemlich spannend. Ich konnte natürlich auch andere Dinge, aber unter anderem war das halt ziemlich cool irgendwie. Und für ein Jahr lang wollte ich mit diesem ganzen Thema Berufung wenig zu tun haben. Aber wenn ich ehrlich mit mir selber bin, muss ich gestehen, die Berufung war immer wieder ein bisschen wie eine, so, weiß nicht, ihr kennt es wahrscheinlich, diese Geburtstagskerzen, die man ausbläst und dann wieder angehen, nicht? Und da war diese Berufung und ich habe versucht, sie auszublasen, und ein paar Wochen später, ja, wie wäre es denn, Priester zu sein? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Nicht? Und da merkst du auch gerade durch diese Sehnsucht, die du vielleicht am Anfang gar nicht so richtig haben willst, das ist nicht von mir. Weil wenn es nach mir ginge, wär diese Berufungskerze-Ding schon längst begraben und irgendwie ausgeblasen. Und wo ich dann immer mehr gemerkt hab dürfen, na, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, ich renne von Gott hier weg. Er hat in mir etwas hineingelegt, und ich werde nur zufrieden sein, wenn ich ihm jetzt auch nachfolge, wenn ich diesen Weg auch wirklich gehe. Vielleicht noch zu diesem Thema Sehnsucht etwas Wichtiges auch, und zwar, ich nutze das Wort Sehnsucht ein bisschen in analoge Art und Weise, weil ich möchte es einfach auf diese Tendenz irgendwie projizieren oder ja, davon reden, dass ich gewisse Bewegung in mir spüre, gewisse Dinge zu tun. Zum Beispiel, das kann manchmal einfach auf der instinktiven Niveau sein. Zum Beispiel, ich habe eine Sehnsucht, mein Leben zu bewahren. Also ich würde nicht wahnsinnig gerne in ein brennendes Haus hineinlaufen, zum Beispiel. Oder ich passe auf, dass ich einfach nicht Dinge tun, die mein Leben in Gefahr bringen. Und trotzdem kann es sein, dass manchmal eine, in Anführungszeichen, höhere Sehnsucht gegen eine
niedrigere Sehnsucht gehen kann. Nicht in dem Sinn, dass die niedrigere Sehnsucht schlecht ist, sondern dass sie einfach nicht auf dem gleichen Niveau steht. Zum Beispiel, ich bin ein Familienvater, mein Kind ist jetzt in einem brennenden Haus drin und meine höhere Sehnsucht, mein Kind zu retten, meine Liebe für mein Kind, bringt mich dazu, meine niedrige Sehnsucht, mein Leben zu bewahren, ins Haus zu rennen und versuche, mein Kind zu retten. Und so kann es sein, dass ich manchmal vielleicht eine Sehnsucht habe, jetzt einfach mich ins Bett zu legen, weil ich müde bin. Und ich weiß aber, na, ich bin Christ und ich möchte die Liebe leben, dass ich jetzt sage, ich überwinde diese Sehnsucht, einfach im Bett zu bleiben, liegen zu bleiben. Und ich mache jetzt, was ich eigentlich machen soll. Und zwar, ich stehe jetzt auf und ich gehe ins Unterricht und ich höre meine Vorlesung zu, weil ich, ja, das ist jetzt, was meine Pflicht ist. Also versteht ihr, was ich sagen will, ist, hoffentlich das ist halbwegs verständlich, es gibt Sehnsüchte auf unterschiedliche Niveaus. Und manchmal kann es sein, dass die ein bisschen gegeneinander sind. Nicht? Dass eine höhere Sehnsucht eine niedrige Sehnsucht übertrumpft. Und das ist super wichtig für die Berufungsfrage, weil es natürlich sein kann, dass ich in mir verspüre eine Sehnsucht, zum Beispiel zu heiraten, eine Familie zu gründen. Das ist ganz normal. Das ist eine Sehnsucht, dass jeder normal tickender Mensch irgendwie in sich hat. Nochmal, wer würde das nicht gerne machen? Wir sind so angelegt. Warum gibt es überhaupt Männer und Frauen auf dieser Welt? Das ist eigentlich Gottes Plan. Nicht? Wenn wir Genesis lesen, das ist, was Gottes Urplan ist. Und das ist wunderschön. Nicht? Das ist sogar, Johannes Paul II. Würde die Ehe als das Ursakrament schlechthin nennen. Nicht? Was uns erklären kann, wer ist eigentlich Gott? Gott, der die Liebe ist, und aber nicht ein einsamer Liebender, sondern eine Gemeinschaft der Liebe. Und davon ist die Familie auch gerade ja ein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Also die Rolle der Familie ist super wichtig, die Ehe ist super wichtig. Und jetzt trotzdem kann es sein, dass ich in mir merke, eine Sehnsucht, Gott mein Leben zu schenken. Und daher, wenn jemand zu mir kommt, ist es, und mit dieser Frage, okay, soll ich jetzt Priester werden, soll ich heiraten, soll ich ins Kloster eintreten, soll ich das nicht tun, dann ist es nicht so sehr eine Frage, okay, habe ich eine größere Sehnsucht, jetzt zu heiraten, oder habe ich eine größere Sehnsucht, ins Seminar zu gehen? Nein, die Frage ist eher, habe ich, obwohl ich eine Sehnsucht haben würde, weiß ich, mich zu verlieben und eine Familie zu gründen und so weiter, kann es sein, dass du trotzdem in dir etwas merkst, in dir etwas verspürst, das sagt, ich sollte eigentlich mein Leben Gott geben. Ich möchte mein Leben Gott geben. Eine tiefere Sehnsucht, die auch da ist. Und wenn dem so ist, dann muss man das unbedingt nachgehen. Weil das eines der ganz starken Zeichen sein könnte, dass du vielleicht eine Berufung haben oder dass du eine Berufung hast. Also nochmal, was ich halt sagen will, dieses Thema der Sehnsucht ist vielleicht eines der wichtigsten, weil es ist gerade dort in der Sehnsucht, wo ich Gottes Ruf ja überhaupt verspüren kann. Weil wenn Gott mich ruft, dann muss ich es ja irgendwie wahrnehmen können. Und nicht nur einfach, weil ich jetzt eine tolle Geschichte habe und großartige Talente, soll ich jetzt unbedingt Priester werden. Das ist es nicht. Das sind sozusagen die ersten zwei Bereiche, sind so ein bisschen die Voraussetzung, dass das Dritte dann zustande kommen kann. Aber es muss ja auch ein wirklicher Ruf da sein seitens Gottes. Und dieser Ruf ist nicht einfach die Offenheit für den Ruf. Nicht? Ich denke an einen jungen Mann, den ich für eine Weile begleiten habe dürfen, und er war sogar bei uns in unserer Ordensgemeinschaft dann in der sogenannten Kandidatur. Das ist der Schritt vor dem Noviziat, bevor dem Eintritt. Und der hatte eine Geschichte gehabt, wo ich sage, also was will Gott mit diesem jungen Menschen? Nicht? Der hatte Fähigkeiten gehabt, wo ich sage, wow, der könnte ein toller Priester sein, nicht unglaublich. Und er hatte eine unglaubliche Offenheit auch gehabt, Gott gegenüber. Er war bereit, ihn einen Blankoscheck zu unterschreiben. Das war wunderbar. Aber die Offenheit alleine ist noch nicht die Berufung. Und das manchmal ist gar nicht so einfach zu unterscheiden. Und deswegen ist auch gut, dann ein bisschen eine Geistbegleitung zu haben. Aber wo zum Beispiel jetzt mit ihm es irgendwie dann rausgekommen ist, er hat heute 3 Kinder. Er hat nicht die Sehnsucht gehabt, in sich verspürt, dann auch wirklich Gott in dieser Art und Weise auch nachzufolgen. Und das braucht es halt auch. Es braucht die Berufung. Ich denke an 2 Vorträge von Papst Johannes Paul II., Heiligen Papst Johannes Paul II., der zu Seminaristen gesprochen hat und zu ihnen gesprochen hat, dass sie halt auch sicher sein müssen, unterscheiden müssen, ob sie das Charisma
der Keuschheit auch haben. Nicht, ob sie in sich merken, dass sie auch erstmal diese Sehnsucht in sich verspüren, Gott dieses Geschenk zu geben und zweitens auch die Fähigkeit haben, das zu tun. Nicht? Also, was ich mit all dem sagen will, ist, es gibt drei große Bereiche, die man anschauen sollte, wenn es um das Thema Berufung geht. Und das erste ist, wie ist meine Geschichte gewesen? Das zweite ist, was sind meine Talente, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Begabungen? Und das dritte ist, wo ist meine Sehnsucht, wie ist meine Sehnsucht? Und das, was man am meisten anschauen sollte, das andere auch, aber was man am meisten anschauen sollte, ist dieses Thema der Sehnsucht und versuchen, da genauer hinzuschauen, auf was bezieht sich diese Sehnsucht? Ist es nur eine Offenheit für Gott? Ist es nur, ihn mehr zu lieben? Ich meine, jeder sollte Gott mehr lieben, nicht? Es ist nicht einfach, weil ich jetzt Gott mehr lieben möchte, dass ich jetzt auf einmal ins Kloster eintreten soll. Nicht? Bezieht sich diese Sehnsucht auch auf das, was ich da tun werde im Kloster, auf die Gelübde zum Beispiel? Und ist es eine Sehnsucht, auch gerade das zu geben, was vielleicht jemand, der nicht heiratet, auch Gott geben soll oder muss, wenn er diesen Weg gehen möchte? Also was ich halt uns allen wünsche, ist, dass wir auch da immer mehr Klarheit haben dürfen, um auch diese Sehnsüchte erstmal zu entdecken, Raum zu geben, wahrzunehmen. Und da kann auch eine gute Geistbegleitung auch sehr helfen und da zu unterscheiden zwischen der Offenheit für die Berufung und die Sehnsucht nach der Berufung.